Hallo, ich bin der Igel. Wir spielen wieder Hearthstone. Ich spiele den zweiten Flügel von Blackrock Mountain, dem Hearthstone Adventure Add-on Story Dingensbummens, bla blub. Ich spiele so geil, dass ihr gar nicht mehr eure Hand aus der Hose kriegt und euch die ganze Zeit nur wünscht, mehr Taschentücher, mehr Taschentücher, bitte, bitte mehr Taschentücher. Es wird super. Guckt euch die Scheiße einfach an. Ganz kurze Anmerkung, ich habe vorher schon alles einmal durchgespielt gehabt, deswegen ist da schon über ein Häkchen dran, ja. Aber es macht nichts, ich mach's neu. Also ist genauso cool. Viel Spaß. Hallo, hier ist der Igel. Wir spielen wieder Hearthstone. Ich habe mir vorgenommen, den nächsten Flügel mal zu zeigen. Ich habe ihn allerdings schon geschafft, alleine. Ich habe schon ein bisschen heroisch rumgespielt, bisher leider noch keine Erfolge gehabt, keine nennenswerten, keine gar keine. Nein, null. Ja, ich habe wahrscheinlich vorher wieder was gequatscht. Ihr seht hier, ich habe es schon fertig gemacht, aber ich weiß nicht, ich wollte diesmal nicht so sehr versagen. Also oben habe ich schon was Heroisches geschafft. Ich zeige auch die Heroischen noch, sofern ich für alles erstmal so die Geschichte raus habe. Und ihr habt es fast geschafft. Ja, das ist mir ein bisschen zu leise. Wir haben wieder coole Karten freigeschaltet. Aber das kann man mal in einem anderen Video machen. Ich meine, das kann man natürlich jederzeit nachlesen, was da jetzt für neue Karten dabei sind. Das seht ihr jetzt diesmal nicht mehr, weil das ist schon weg. Okay, das war der Kollege. Okay, ne, warte mal, habe ich jetzt das richtig im Kopf? Der macht, genau. Pass auf, der hat das ganze Board voll mit 0,5er-Kreaturen. Und die haben nur eine Fähigkeit. Und zwar, wenn sie sterben, machen sie mir so viel Schaden, wie von denen anzahlmäßig gestorben sind. Wenn alle gleichzeitig sterben, machen sie mir 6x6 Schaden. Oh, ich dachte, ich habe gerade eine Stimme gehört hier irgendwie, aber das war nur die Musik. Das heißt, ich muss sie entweder immer so einzeln ein bisschen antatschen. Oder halt, was habe ich denn hier? Ach ja, ich habe letztes Mal mit dem Jäger versucht, da die eine. Ah, nee, das brauche ich nicht mehr. So. Okay, wir wollen uns einen Krieger machen. Ja. Man kann es auch entweder mit Paladin machen und zwar mit viel Silence. Dann kann man das sehr, sehr lange rausziehen. Oder aber man macht es mit einem Krieger. Da kann man es recht schnell. Also ich habe es, glaube ich, mal in Turn 3. Nee, 4 habe ich ihn tot gehabt, als ich ihn geschafft hatte. Das kann sehr gut klappen. Was ist das denn? Wenn ihr eine Waffe habt, erhaltet sie 1-1. Andernfalls legt eine Waffe 1-3. Ach so, oh Gott, die Scheiße. Ich dachte, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es das überhaupt gibt. Fiery War Axe. Gut, dann verlohnt sich nicht. Lieber Diener können nicht unter 1 fallen. Brauchen wir an der Stelle nicht. Compass Wut. Brauchen wir auch nicht eigentlich. Nee. Spalten können wir eigentlich mal mitnehmen. Habe ich jetzt letztes Mal nicht gemacht, aber oh. So, auf jeden Fall. Rüstungsschmiede nehmen wir mit. Schildblock nehmen wir auf jeden Fall mit. Ey, Urgatrotschläger wäre eigentlich ziemlich cool, weil es an sich egal ist, welchen wir von denen treffen. Also günstige Waffe. Ha. Ah ja, gut. Nee, ich nehme mal mit. Fiesenzuchtmeister nehmen wir mal mit. Ich gucke mal gerade, was wir brauchen. Waffen sind nicht schlecht. Alles, was nicht zu teuer ist, 1 bis 4. Axtwerfer ist eigentlich auch cool. Naja, die sind eigentlich schon zu teuer. Bis dahin schaffen wir sowieso nicht. Scharmützel wäre ziemlich kontraproduktiv, weil wenn die alle töten, dann geht es eher in die Hose. Wenn die Rüstung haltet. Das kann ziemlich geil werden, aber eigentlich können wir es uns sparen. Wir nehmen die hier einfach nur zur Sicherheit mit. Was wir noch brauchen, ist eigentlich nur noch der Akolyt des Schmerzes, um ein bisschen Waffen zu ziehen, Zeug zu ziehen. Boah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert. Ich weiß nicht, was ich letztes Mal gemacht habe. Ich probiere es mal schauen. Warte mal, da fehlt doch ganz wichtigste Karte. Ja, klasse. Wichtigste Karte habe ich gar nicht mitgenommen. Brauchte den Berserker? Nee, den habe ich mitgenommen, alles klar. Eigentlich ist nur wichtig, dass wir den am Anfang ziehen. Und danach so lange den Schaden noch auf die anderen verteilen. Und wenn er den nicht wegholt in der dritten Runde, dann haben wir gewonnen. Weil dann hat er über 20 Schaden. 28 Schaden, wenn er vorher schon mal, hatte ich letztes Mal, glaube ich, oder so. Je nachdem, es hängt davon ab. Wenn du schon welche draußen hast, ist nicht schlecht. Wenn schon welche draußen stehen, das geht derbe ab. Auf jeden Fall. Los, holen wir es. Okay. Ah ne, okay, alles gut. Ich dachte gerade hier, meine Kameraaufnahme ist aus. Es ist Freitag? Nein. Oh Gott. So. Gar. Bei mir werdet ihr auf
Sieg oder Tod. Ah, Schildblock ist eigentlich hauptsächlich für Karten ziehen, da Schildschlag ist eigentlich Quatsch. Wir werden nicht so weit kommen. Wirbelwind ist an sich auch nur wichtig, um den Berserker vielleicht noch so einen kleinen Schubs zu geben. Es ist Steinzeit. Jetzt wäre es eigentlich total dämlich, das zu machen. Also kann man zeigen hier, fügt einen feindlichen Helden für jeden Feueranbieter, der in diesem Zug gestorben ist, einen Schaden zu. Das heißt, muss man möglichst in unterschiedlichen Runden töten. Und da ist er auch schon. Nein, man frei. Schlagen wir einen davon. Und dann... Pass doch bitte auf diese nervigen Kieselsteine auf. Wenn nur einer stirbt, ist das gut, weil dann kriegen wir halt eben nur einen Schaden. So. Das ist eher die Frage, ob wir wirklich noch einen töten oder... Na, sicherheitshalber könnten wir es eigentlich mal machen. Luchta, Ogre. Ja, ist egal, den Punkt kriegen wir trotzdem. So, und jetzt macht er wieder die Scheiße. Und damit kriegen wir für jeden Einzelnen, der verletzt wurde, eine Attacke. Also, für den Kartentext schnell. Fuck. Ja, das ist uncool. Jetzt wäre diese Aktion gut für, mit dem... Ja, jetzt kann ich nicht mal meinen Wirbelwind verwenden. Das ist ja jetzt sehr, sehr schade. Naja, gut. Schlagen wir wieder auf irgendeinen ein. Oh, sogar den getroffen, den ich wollte. Können wir jetzt noch 11 Schaden. Haben wir schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Ist jetzt blöd, dass er jetzt ihn runtergeholt hat. Das, sonst hätte ich jetzt nächste Runde gewonnen. Also hätte ich jetzt schon gewonnen gehabt. Seht zu, dass ihr nicht explodiert. Ihr müsst noch einen Elementarlord vernichten. Ja. Es wäre jetzt uncool, wenn... Jetzt ist die Waffe natürlich blöd. Aber die reicht sowieso nicht. Ich mach erstmal das hier. Ist wahrscheinlich jetzt klug. Ja, wir werden schon einen von denen treffen. Ah, sogar den. Dann töten wir noch einen. Zurück an die Arbeit! Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Okay. Jetzt wird den rausstellen. Naja, nee. War schon ganz kurz. Ach du Scheiße. Okay, vernichten wir jetzt. Das ist uncool. Ja, hinrichten. Einfach frei. Genau das bekommen, was wir brauchen. Stellen wir den raus. Dann können wir eigentlich auch wieder... Ah, nee, können wir gar nicht anlegen. Ah, dann machen wir den ran. Hauptsache Schaden. Und dann ziehen wir nächste Runde erstmal eine Karte. Wisst ihr, ich schaue euch gerne bei der Arbeit zu. Okay. Jetzt wäre die andere natürlich besser gewesen. Ja, der hat 5 Schaden, das ist so wichtig ist der jetzt nicht, dass der stehen bleibt. Können ihn natürlich auch einfach killen. Machen wir so. Rüstung, die passt. Nochmal Rüstung gleich. Oh, Schildschlag. Dann können wir ihn auch vernichten. Ich hätte ihn jetzt einfach geschlagen, aber... Ist an sich irrelevant eigentlich. Hau ich ihm lieber ins Gesicht? Hätte ich auch eigentlich Schildblock nehmen können, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Aber wir ziehen sowieso eine Karte. Dann müssen wir nur gucken, wie wir jetzt 5 Schaden noch reindrücken. Okay, Schildschlag nützt mir gar nichts. Das nützt mir auch nichts. Okay. Ja gut, der Schildschlag nützt mir dann schon was. Jetzt habe ich aber keinen Charakter draußen. Ja, Rüstungsschmied. Puh, ja.
Ah, jetzt hätte ich vielleicht die Waffe doch noch nehmen sollen, dann hätte ich nächste Runde... Egal. Gucken wir mal, was wir machen lässt. Mit dem Ogre-Totschläger habe ich immer noch 50-50 Chance. Aber mit Toben können wir sowieso noch 3 rausholen. Ach, jetzt war der tot. Wenn ihr jetzt nichts rauslegt, habe ich sowieso gewonnen. Aber er hat noch 6. Axtdörfer. Okay. Boah, auf jeden Fall können wir den schon mal rauslegen, falls es nichts klappt. Und dann Glück haben. Ah, okay. Ja, dann kriegen wir gleich nochmal Schaden rein. Ist wurscht, auf jeden Fall haben wir in der nächsten Runde sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewonnen. Ja, das ist wirklich eine Katze. Wobei, jetzt könnte ich Glück haben mit der 50% Chance. Also diese Waffe hat eine 50% Chance, daneben zu schlagen. Und das funktioniert natürlich auch hier. Wobei, eigentlich ist es nicht nötig. Ach komm. Nee, ich will jetzt nicht rumspielen. Ich kann auch einfach den wegholen. Bam. Und dann ist es gewonnen. Tschüss, Gar. Ah, sehr schön. Ist der erste schon mal kaputt? Das lief anders als beim letzten Mal. Das hat sich ziemlich lange gezogen. Ich habe aber beim ersten Mal spielen oder bei den ersten beiden Mal, ich habe das erste Mal verloren, weil ich mir den erstmal angucken wollte. Ich wusste nicht, dass er dieses Vieh auf Kopf hat, da, also auf dem Feld hat. Also ehrlich gesagt, aber erst nicht gleich verstanden, dass dieses für jeden stirbt, dass wieso steht das da extra drauf. Aber halt, wenn mehrere sterben, dann gibt es halt gleich 3 Schaden pro Stück. Und das ist dann relativ schon viel dann auf Dauer. Außerdem hat er bei mir immer neue nachgespielt. Damals. Und jetzt hat er gar keine nachgespielt. Er hat eigentlich eine Karte, wo er welche nachspielt. So, den nächsten Gegner, der ist, ich fand eigentlich, genau, den fand ich eigentlich am schwersten, Baron Geddon, den gibt es schon als Karte vorher, deswegen, sonst hätte man ihn wahrscheinlich hier freigespielt, fand ich eigentlich am schwersten, können wir auch gleich mal machen, den habe ich glaube ich, den habe ich mit dem Priesterdeck besiegt gehabt. Gucken wir mal. Du weißt, dass ich mir für die anderen beiden kein extra Deck gemacht habe. Das habe ich nur für den ersten gemacht. Bin mir mal nicht hundertprozentig sicher. Müssen wir mal schauen. Anduin gegen Baron Geddon. Ja, das Licht ist ein bisschen scheiße. Der hat eine Fähigkeit, die er nur dann einsetzen kann, wenn er... wenn wir das Mana nicht verbrauchen. Ich lasse jetzt einfach mal so. Weil ich ehrlich gesagt gerade gar nicht weiß, was ich sonst im Deck habe. Und ich glaube, ja, statt mal Schild bringen wir nichts. Ja, den ersten Schaden nehmen wir mal rein. Ah, das ist jetzt ein bisschen scheiße, aber wir müssen was machen. Wobei, wir können nächste Runde... Nee, das lohnt nicht. Also im besten Fall verbraucht man halt immer seine Mana komplett auf. Also er fügt mir immer 5 Schaden zu, wenn ich meine Mana-Kristalle nicht komplett verbrauche. Und im besten Fall macht man natürlich einfach das. Oh, sieht doch vernünftig aus, können wir den gleich töten. Wenn dieser Diener Schaden erleidet. Jetzt ist er eher ungünstig. Nein, anders. Dann räumen wir die anderen nämlich im nächsten Zug einfach ab. Mal gucken, ob das klappt. Ich glaube, ich habe doch nicht Priester gespielt. Ich weiß nicht mehr, was ich gespielt habe, aber das war es doch nicht. Ich weiß, dass ich probiert hatte, ihn zu millen. Das hat nicht geklappt. Aber ich glaube, das Deck ist auch nicht so perfekt für diese ganze Geschichte. Ich könnte den rausspielen und mich heilen, aber ich glaube nicht, dass der so dumm ist. Also ich überlege halt immer, wie blöd ist der Gegner halt, ne? Ist schon wichtig. Aber da ich das immer alles verbrauchen muss, ist es immer alles so ungünstig. Er geht Full Face, okay.
Schatten der Tod lohnt sich nicht. Aber... ja, machen wir so. Gedankenraub. Jetzt sind die schon mal tot. Aber ich bin gefährlich weit unten. Das ist... ich glaube nicht die richtige Klasse für die Geschichte. Die Bombe tickt, Sterblicher. Ach, ich glaube, ich weiß auch wieder, wie ich ihn besiegt hatte. Und das war super fantastisch. Ja, den kriege ich auch nicht umgebracht. Und der macht dann gleich... Lebende Wurm für alle verbündeten Charaktere 5 Schaden zu, wenn der Gedanken am Zug ist. Was, wenn der Gegner am Zug ist? Wenn Gerdon am Zug ist. Ah, okay. Ja, sowieso ist es dann natürlich ein Panda-Toll oder so eine Scheiße. Ist halt schwierig. Was rausspielen ist halt irgendwie uncool und auch Charaktere macht mit mir auch Schaden und ich kann mich ja nicht mal heilen. Ja, gut. Hauen wir mal eine in die Fresse und hoffen, dass wir den nächsten Zug überleben. Okay, hier gezogen. Hä? Oh, ich muss ja was spielen. Scheiße. Ey, das hätte ich auch auf meinen eigenen machen. Achso, ja. Ja, gut, nicht nachgedacht. Es wäre sowieso nichts geworden, also scheiß drauf. Habe ich den nicht sogar mit meinem Gangerbrook gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich den Deck dafür gemacht hatte. Hat geklappt. Das Ding ist halt, wenn ich da richtig ziehe, das ist zum Millen da und ich habe immer was zum Verbraten. Gegen Baron Gaddon. Und mach ihn einfach fertig. Weil ich brauche ihn gar nicht millen, weil er gar nicht so viel hat. So, Kopfnuss mit. Wir haben leider keinen Turn-1-Player, das heißt, wir müssen wieder den Schaden aus der ersten Runde mit hinnehmen, aber es ist nicht epic. Also die Heroik meine ich. Deswegen kann man zur Not damit leben. Und die Waffe ist immer praktisch. Ja, ja, ja. Was ich jetzt gern hätte, wäre eigentlich... Nee, Vorbereitung wollte ich nicht haben. Benutze ich jetzt Eviscerate? Also hier ausweiten? Scheiße. Eine Kopfnuss will ich eigentlich nicht nehmen. Nehme ich nochmal 3 Schaden hin. Was dann? Todesfürst. Ah. Stirbt er auch dran. Ja, ich nehme nochmal die 3 Schaden mit. Hey, du hast mal ganz lieb, wenn er ein paar Sachen spielt. Können wir noch verschwinden machen, weil wir haben Vorbereitung verschwinden, ne? Spiel noch was? Ne, macht er nicht. Geh weg. Wir werden sehen. Was hat er? Entschuldige, ist mein Wichtel. Hat ihn Schaden erleidet. Können wir eigentlich ausnutzen. Aber nicht jetzt. Ich spiele Todesfürst. Ich fürchte den Tod nicht. Und behalte meine Waffe mal im Anschlag. Ja. Ja. Ich diene dem Feuerfürsten. Okay. Verursacht 2 Schaden. Verursacht 2 Schaden, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Der Schaden wird zufällig auf die Diener verteilt. Wow! Ja, das wollen wir nicht. Kann ich ihn mähen? Vorbereiten. Zumindest 3 sind 3, dann können wir nur einen verbrauchen. Ich kann ihn im Moment nicht mähen. Dann würde ich sagen, machen wir... Das Ausweiten ist auch blöd. Vorbereitung, Ausweiten. Ich bin gerade echt am überlegen, wie ich jetzt so 4 zusammenkriege, weil 4 ist echt blöd im Moment. Kopfnuss Eviscerate würde gehen, aber das wäre irgendwie ein bisschen Verschwendung. Muss wohl. Ah, ich hätte es ein bisschen mehr ausgenutzt gern. Aber in dem Fall töten wir mal alles, dann sind wir alles los, was er auf dem Feld hat.
Wie gesagt, das Prinzip dieses Decks. Oh Gott. Sterblicher. Naja, gut, dann fangen wir mal an zu orakeln. Meucheln. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass ich Schattenschritt kriege. Das wäre nämlich sehr, sehr sinnvoll gewesen jetzt. Habe ich allerdings nicht. Meucheln funktioniert eh nicht. Vorbereitung bringt mir nichts. Ja, in dem Fall. Los geht's. Müssen wir ihm wohl den Damage überlassen. Und er kriegt sogar einen Feuerelementar, den er verwenden darf. Okay. Die müssen wir ihm aber beide auch wieder auf die Hand zurückschicken. Und das, das kann ich sogar genau machen. Ich kann erstmal ihn. Er hat 6, 7, kann ihn 2 ziehen lassen, dann würde ich ihm sogar den hier töten. Oder ich mache Muggler. Gib ihm noch 2 Bananen, dann 9 würde ich ihm auch einen töten. Ah, ich glaube, das machen wir. Dann haben wir auch nämlich was Vernünftiges draußen. Und haben den Fiebenlicht-Orakel noch für später übrig. Und können ihm nochmal Bananen geben, wenn er die haben möchte. Ich habe jetzt aber auch Schattenschritt. Gar nicht mal verkehrt. So. Und dann los geht's. Sehe ich jetzt keinen Sinn, meine Dinge aufzubehalten. Oh, da haben wir was. Was haben wir vernichtet? Ich hab's nicht gesehen. Ah, ich hab grad nicht hingeguckt. Ich hab ihm eine Banane gegeben. Boah. Wie viel hat er jetzt? 6, 7, 8? Können wir ihm wieder Bananen geben? Tiefenlichtorakel reinhauen. Schattenschritt, Schritt, Tiefenlichtorakel. Töten zwar der mit den Gegnern nicht, aber... Ah. Ja, ja, macht jetzt mal ein Wichtel. Wobei wir die eigentlich relativ leicht mit dem Dolchfächer wegmachen können. Will ich ihn wirklich millen? Das ist die Frage. Warum nicht eigentlich? Ich krabb auf jeden Fall noch, Ja, aber dann muss ich den auf jeden Fall wieder rauslegen. Das ist auch nicht so cool, ne? Es sei denn natürlich, wir haben Todesfluss davor. Machen wir das mal. Da ist der Anti-Killbot. Schattenschritt. Normalerweise würde ich jetzt den nicht rauslegen, sondern ich keinen Gang Up dabei habe, um sicherzustellen, dass ich auf jeden Fall noch genug habe. Aber in dem Fall machen wir das mal. Ah, so ein bisschen Kleinkram haben wir ihn weggenommen. Ah, ist das jetzt so schlauer? Aber wir haben noch einen Schattenschritt. Ah, der war gezogen. Aber dass wir ihn das nächste Mal mit einem Dolch wegholen können, wir haben ja auch noch Dolchfächer. Das sind diese Dinger relativ schnell gegessen. Dann hole ich ihn doch nochmal zurück. Sicherheitshalber. Das ist natürlich auch mit dem Anti-Killbot ziemlich gut, aber... Oh, jetzt wird's gefährlich. Ja, wobei... Okay, das ist gut. Okay, nun das. Jetzt können wir einen ziemlich coolen Combo machen. Na, okay, jetzt nicht mehr ganz so cool. War ja eigentlich auch nicht so schlimm. Kriegen wir jetzt den Schaden gemacht? Tödlichen Gift? Los geht's. Na ja, gut. Die bleiben halt. Also. Hä? Nur einer bleibt? Okay. Hat er nur hervorgerufen, wenn er, naja gut, ist egal, auf jeden Fall keine Bedrohung mehr auf dem Deck. Wir sind zwar schon bei 13 runter, aber wir haben das hier, wir haben ja keinen Schattenschritt. Das hätte ich mir vielleicht noch einen überlegen sollen, ob ich den behalten hätte. Den brauche ich aber nicht meucheln, der lohnt sich nicht. Oh ja. Den werden wir, glaube ich, Kopfnüssen. Nachdem wir mit die Hand voll gemacht haben. Was wir ja, glaube ich, können. 3, dann hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 mit Bananen voll. Dann lassen wir ihn ziehen. Ja,
Okay. Damit er gleich vernichtet ist. Also jetzt hat er 9 Karten. Dann lassen wir uns mal 2 ziehen und ihn. Damit verbrennt er schon mal eine. Lava-Eruption, was schon mal geil ist. Und dann geben wir eine Kopfnuss auf den, aber da keine Hand mehr hat. Hat er Pech gehabt. Das Problem ist nur, dass ich 5 Schaden reinkriege. Woran ich jetzt gerade überhaupt nicht gedacht habe. Deswegen nutze ich das aber nicht. Das heißt nur... Ja, na gut, okay. Jetzt aber noch die 2 zu verbrauchen, ändert nichts von der Seite aus. Ich könnte ihm noch ins Gesicht jagen. Ich werde jetzt 5 Schaden reinkriegen, was ein bisschen scheiße ist. Aber wir haben den Healbot. Wir haben 2 Healbots. Wir können nächste Runde 2 Healbots spielen, das ist eigentlich kein Thema. Spielen wir nächste Runde 2 Healbots. Ja, gut schon. Höllenfeuer. Oh, lebende Bombe. Mokka. Das ist scheiße. Zumal ich dann die Healbots verliere. Ich müsste jetzt Gang ab. Oh, jetzt hat er mir den auch umgebracht. Das heißt, wir müssen die Gang ab. Oh, scheiße. Oh, 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 ja. Wir müssen die Healbots spielen. Ich hoffe, ich ziehe Gang ab. Oh, das ist so fantastisch, dass ich Gang abziehe. Ein Glück. Okay. Aber was machen wir denn mit den letzten 3 Punkten? Wir müssen es mit Vorbereitung machen. Ja, okay. Nur so verbrauche ich mein gesamtes Mana und ich kann es mir jetzt nicht leisten. Nochmal 5 Schaden reinzukriegen. Naja, wo eigentlich hätte ich es mir leisten können. Los geht's. Wir haben relativ weit hoch, Leute. Wir können ihn zwar nicht mehr millen. Aber wir können zumindest mal... Wobei er nur noch 4 Karten, also das heißt, er stirbt sowieso demnächst an dem Zeug. Und wir können ihn einfach outhealen, wenn ich den da wegkriege. Aber ich glaube, ich habe nochmal Verschwinden auf der Hand. Erst den. Ja, da ist Verschwinden. Okay. Das macht die ganze Sache halb so wild. Meuchelig war es eigentlich nicht notwendig. Ich spiele einfach den Healbot. Gucken wir mal, was er tötet. Und ansonsten läuft er gleich in Fatigue. Du Drecksnappel, aber das ist nicht so schlimm. Den kriegen wir getötet. Aber das ist mir egal. Wir brauchen ihn nicht mal töten. Wir müssen ihn aber töten. Wir müssen sie beide töten, leider. Ich möchte ihm aber solchen Gewehr in die Hand geben. Eigentlich nicht unbedingt. Klingenwirbel wird mir gar nichts mehr nützen. Das Blöde ist ja echt, dass ich jetzt meine... Doch, ich kann mein Zeug verbrauchen. Muss also. Würde ich sie nicht töten, sondern verschwinden, ist eigentlich sehr, sehr praktisch, weil ich kriege sie ja wieder zurück. Also machen wir erstmal Schaden. Will ich, dass er irgendwas nicht wieder kriegt. Das Problem ist, ich mache ihm nur 3 Schaden. Könnte eigentlich... nicht angreifen. Erst damit. Genau, als unverletzt. Den blöden Imkaner behalten. Und ich muss Klingenwirbel machen, ein bisschen schade drum, aber wir kriegen die beiden wieder zurück. Das ist sehr cool. Weil wir dann noch eine Heilung haben. Ja, jetzt hängt das Spiel. Okay. Kann ich jetzt... Naja. Das war's. Okay. Das wäre mal ein lustiges Matchup gewesen. Jetzt ist das Ding angeblieben, oder was? Mach hin! Ja, ich werde das wahrscheinlich rausschneiden, nur da ich da gerade mit der Kamera synchron aufnehme, bleibe ich jetzt mal sitzen. Und guck, was passiert.
Ja. Ja, das kann ich alles wegschneiden. Okay, ich geb's auf. Passiert nichts mehr. Ich komme irgendwie nicht weiter. Ich würde sagen, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Sehr, sehr schade, weil ich glaube echt, dass ich das gewonnen hätte. Ich hätte ihn gleich in den Fatigue getrieben und das Ding hätte ihn auf jeden Fall umgebracht. Schade, sehr schade. Wie viele Karten hätte ich noch gehabt? 8 Karten. Ja, noch 3 Karten. Ja, leider habe ich keine Cold Lights und keinen Uppen können, aber ich habe auf jeden Fall einen Gang-Up drin. Da hätte ich nochmal einen antiken Healbot. Den Schaden hätte er nie reingekriegt, wahrscheinlich. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Hätte sein können. Kein Plan. Sind nur noch 9 Schaden oder so. Da wäre schon noch was drin gewesen. Kein Plan. Naja, ich probiere es nochmal. Können wir einfach hier beenden? Naja, kommen wir nicht mehr raus. Okay, dann. Aufnahme beendet.